Ohr. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin klar, ein unverbesserlicher Gutmensch. Yeah, ein Stier. Meine Sachen habe ich auch verloren. Nein. Toro! Hey, Toro habe ich gesagt. Wenn überhaupt, ja, sowas möglich ist. Schwarzes Brett. Oh, was gibt's hier denn Schönes? Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Toilette. Kann ich hier mit irgendwas anfangen? Na toll, die Karre cool. Ist Schrott. Der nimmt das Schloss. Funktioniert noch. Na toll, die Karre. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Herrlich, herrlich. Und da kann ich nicht, okay? Und dann würde ich mal ganz einfach sagen. Wir haben hier schon viel zu viel Zeit verschwendet. Los geht's zum Dorfkern. Was ist denn hier los? Guck mal. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement. Ja, guck mal, rechts dieser Bogenstaubsauger hier. Zu Tonis Laden? Ne, ehrlich. Ich dachte, ich bin in der Stadt, wo ich hin wollte. In die Gasse. Oh, wo geht's denn zuerst hin? Oh. Zu Toni Notrufsäule. Das ist ja am besten. Ach, ich gehe einfach mal in die Gasse rein. Hanek! Hallo, Hanek! Ach, Rufus. Hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorgen uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Alles lächeln, Steffi. Dann nämlich auch weiterarbeiten. Bis bald. Tschö. Und für Rufus. Genau. Hallo. Hallo, hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat einen Boah, ist das schwarz gerade gewesen, Alter. Sehr schwarzer Humor. In Lonzos Kneipe. Gibt doch nichts anderes. Oder zur Notfallstation. Geh ich mal erstmal in die Kneipe. Was gibt Besseres, als erstmal ein bisschen zu nippen, oder was? Hey. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Klar. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Wenigstens sind alle anderen genauso positiv wie ich. In der Fall. Hey. Was gibt's noch so Schönes? Erstmal die Bar leer machen. Ich hab das mal geklaut. Yeah. Und ein Schild. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Ja! Also bei meinen genialen Apparaturen hat er mich sicher um Hilfe gebeten, ich meine. Wir sind ja schon praktisch im Elysium drin. Und einfach weiter geht's. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll.
Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Oh, geil. Der Bot mehr Scheiße, als er eigentlich wert ist. Das Spiel ist so geil. Und der Bonzo-Staubsauger hier unten. Warum eigentlich Bonzo? Keine Ahnung. Zum Wassertank. So, da bin ich. Genial, ich bin ein Genie. Und jetzt? Und jetzt kriegt er nochmal gegentreten? Cool, okay. Ja, das war interessant. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Wie ich denn jetzt. Oh, ist das hieß. Das ist Wenzels Haus. Ist das schön. Wenzels Haus mit Wasser bespuckt. So, soll ich da oben direkt hin? Das Rathaus? Nee, noch nicht. Erstmal ein bisschen rumgucken. Was hat das sonst nicht zu tun hier? Das ist Tonis Laden. Ich dachte, Tonis Laden wäre hier unten irgendwo. Oh. Nee, warte. Was ist das hier? Da kann ich ja nicht reingehen. Toll. Dufte. Aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Genau. Dinge ist hinter mich. Sie wusste es doch eh schon. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Kennst du aber nicht gelogen? Eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die geschleift wurdest. So, was sind das für Coupons? Ich würde gerne was kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Okay. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Welcher da? Ach, egal. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du. Ach, innerlich liebt sie mich. Ich weiß es einfach. Kram. Überall ist Kram. Toll. Überall Kram. Eine Stange. Kann ich auch nicht. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Drogerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Okay, wo kommen wir noch hin? Wenzels Haus oder Tonis Hütte? Hä? War da noch eine Tür bei Tonis Hütte? Ach, ich geh mal zu Wenzels Haus. Mal gucken, was da so ist. So. Habe ich schon gescheckt.
Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird mir kein Wort glauben. Ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Das sind beste Freunde. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles passé. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Oh nein! Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das naja, wenn du Wasser da hast, im Keller bestimmt. Wer weiß das schon. Also. Bis später. Genau. Oh, kommt schon. Nicht da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht. Boah, ist das fies. Boah, ist das ein fiese. Ich werde ihn erstmal so was ins Porzellan legen, das kannst du wissen. Rein aus Rache. Bin gespannt. Kaminofen. Kann ich hier irgendeine Scheiße bauen? Ich will nicht meine Wünschelrute haben. Wo ist denn hier die Toilette, wenn ich fragen darf? Das ist doch das Badezimmer, wo ist die Toilette? Wo scheißt er denn hin? Ins Waschbecken oder was? Toll, ich kann nur den Kaminofen anmachen. Ha. Huh. Der Scheiß ins Waschbecken. Ins Badezimmer. Oder Scheiß in den Keller? Mal gucken. Was er hier so schick ist. Oh, Tür zu. Ich kann jetzt alles anstellen, was ich will. Ein Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche. Unter? Was kann ich machen? Was kann ich also machen? Oh, Alter. Ich werde Wenzel die Route so abklemmen, das kannst du wissen. Okay, denn ich muss noch ein paar Sachen holen. Ich bin gleich wieder da, Rufus. Ich geh mal zu Tonis Hütte. Auch wenn ich von da wahrscheinlich kam, aber. Ach, jetzt bin ich da. Ah, alles klar. Ich klingel mal eine Runde. Mal gucken, wie man zu Hause ist. Wo drückt er denn hin? Okay. So, da drinnen war bestimmt nichts mehr. Und wenn, dann peste ich mich. So, jetzt gehen wir erstmal ins Rathaus. Da müssten bestimmt schöne Menge Sachen rein, womit ich die Dusche sabotieren kann.
Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Na, ähnlich. Hallo, Friends. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Waffe und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir einen anderen auch. Was ist normal? Nummer 66. Komm mir auf. Schon meine Glückszahl. Jeder nur eine Nummer. Ja, wollte ich auch gerade sagen, hä? Okay, Lotti, hi. Hallo Lotti. Du auch noch? Was ist heute bloß für ein Tag? Ich will zum Bürgermeister. Das wollen wir. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Oh ja, komm. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also, heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich. Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Bin ich jetzt endlich dran? Die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Herrlich, genau. Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Wie dir bin ich bestimmt hier. Ja. Ciao. Ich verstehe. Alter, nee, geil. Lass dich nicht aufhalten. Ich geh einfach mal zum Sitzungssaal. Einfach mal so. Goal. Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Was ist das denn gerade? Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Einmal gesehen und weg ist er. Genug Tagträume für heute.
Das ist geil gerade. Raumruhe, das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen... Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Hey, Goal! Gohohohol! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor! Tja, ich kenne mich halt aus. Okay. Wie friedlich sie schläft. Extra starker Kaffee! Extra starker Kaffee! So, ein Türknopf. Cool. Was ist da drin? Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einmal... Alter, ist das fies. Ist das, die ganze Stadt hasst mich. Aber hier drinnen gibt es anscheinend nichts mehr zu sehen. Und deswegen gehe ich mal kurz raus. Zeit, den Kaffee zu holen. Und zwar extra starke. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer. Gott, ist die nervig, die Alte. Oder der Alte. Oder irgendwas von... Ja, okay.